Sie hören eine Kostprobe des Sales Up Call, dem Weckruf für Ihren Vertrieb. Herzlich willkommen zu einem neuen Sales Up Call, ungewöhnliche Unternehmer. Und das bespreche ich heute mit Dr. Kerstin Gernig. Wir kennen uns aus der GSA, der German Speakers Association, wo sie unter anderem die Regionalgruppe Berlin leitet. Aber interessant ist, mit 40 hat sie sich nochmal selbstständig gemacht, also sozusagen ein völlig neues Unternehmen gegründet und schafft es sozusagen als Babyboomerin statt in die Midlife-Crisis, in die Mitte des Lebens eine völlig neue Aufgabe anzunehmen. Als Hochschuldozentin Berlin und Straßburg weiß sie, von was sie spricht. 10 Jahre lang war sie Geschäftsführerin in einem Bundesverband, Chefredakteurin einer Fachzeitschrift. Und jetzt bin ich sehr gespannt, mehr zu erfahren über ungewöhnliche Unternehmer. Das ist nämlich Inhalt eines Buches. Werde, was du kannst, erschienen bei Murmann. Und da sind einige spannende Geschichten drin. Und ich bin schon sehr gespannt, was wir heute hier gemeinsam produzieren werden. Herzlich willkommen, Dr. Kerstin Gernig. Hallo Stefan, ich grüße dich. Wir duzen uns und wir legen gleich los, weil mich interessiert natürlich jetzt, was ist denn das Ungewöhnliche an deiner Unternehmerschaft, mit Ende 40 sich nochmal rauszuwagen in die ins Unternehmertum? Das ist ja schon mal ungewöhnlich. Ja, das war auch ein ziemlich mutiger Schritt, vor allen Dingen, weil ich damals, als ich mich selbstständig gemacht habe, gemerkt habe, dass ich fast nur Angestellte kannte. Angestellte Hochschullehrer, so aus meinem ersten Leben, und dann einen Haufen angestellte Geschäftsführer aus meinem zweiten Leben, aber fast keine Selbstständigen. Und das Ungewöhnliche jetzt, ich arbeite ja heute als Business Coach für Neuanfänge in der Lebensmitte. Und das Ungewöhnliche daran ist, bei einem Markt mit 65.000 Coaches, dass man ja eine gute Nischenpositionierung braucht und sich auf eine so spitze Zielgruppe wie die Babyboomer von einst, die ich gerne heute als die Midlife-Boomer von heute bezeichne, zu kaprizieren. Das ist ja in gewisser Weise auch ungewöhnlich. Das stimmt. Also das heißt, du hast dir vorgenommen, Menschen, die jetzt Anfang 50, Ende 40 oder so in dieser Größenklasse sind, in dieser Altersklasse, dabei zu unterstützen, vielleicht ein völlig anderes Thema anzufangen und ganz neu zu starten oder zumindest einiges im Geschäftsleben zu ändern. Ja, was ich spannend finde, wir erleben ja durch den demografischen Wandel, dass wir eigentlich alle 20 geschenkte Lebensjahre haben. Und das verändert komplett unsere Altersbilder. Wir sind heute, früher war ja 50 so eine magische Zahl, die man auch gern mit Midlife-Crisis belegt hat. Aber wenn du heute Menschen fragen würdest mit 50, ob die eigentlich schon jetzt zu den Alten gehören, würde das jeder verneinen. Und noch vor ein paar Jahren gab es ja dann so euphemistische Bezeichnungen wie Silver Ager, Best Ager, Platin Ager. Und das ging meines Erachtens vollkommen am Markt vorbei, weil sich Menschen mit 50 heute in ihrer ganzen Kraft fühlen. Früher sagte man, das seien die besten Jahre eines Mannes. Heute würde ich sagen, es sind auch die besten Jahre einer Frau. Weil eben häufig die ganzen Fragen wie eben Familie gründen, Kinder bekommen, erste Karriere machen, erste Berufserfahrung liegt hinter einem. Und man hat sehr viele Berufs- und Lebenserfahrungen im Gepäck und noch genügend Kraft und auch Zeit vor sich, nochmal etwas ganz Neues anzufangen. Ja, genau. Also dieses Thema Best Ager oder so ist ja eigentlich auch nur eine fröhliche Umschreibung für Leute, die ja, die es eigentlich hinter sich haben. Also, ne, also so das Bild des Anfang 50ers, Mitte 50ers ist ja derjenige, der sich jetzt mal so gedanklich schon auf die Rente vorbereitet und dann irgendwie, ja, weiß ich auch nicht, dass ein Garten organisiert neu oder da irgendwas macht, weil er einfach auch, ja, mehr oder weniger seinen Job verliert tendenziell. Ne? Also jemand, der mit Mitte 50 aus irgendeinem Unternehmen ausscheiden muss, vielleicht weil das Unternehmen schließt oder umzieht oder irgendwas macht, der hat ja tendenziell jetzt erstmal, oder dem wird zumindest eingeredet, so Kollege, das war's jetzt, Frührente. Und aber stimmt das? Also ist es wirklich so, dass man da jetzt auch keine Chance mehr hat? Muss man sich dann selbst verwirklichen oder hat man noch andere Möglichkeiten, irgendwas Sinnvolles mit seinem Leben anzufangen? Weil, wie du richtig sagst, wenn man jetzt sich nicht wegwirft, medizinisch gesehen
stecken da ja nochmal 20 Jahre Arbeitskraft drin. Wenn Ihnen das gefallen hat, können Sie die komplette Ausgabe herunterladen unter www.salesupcall.de.